Freunde, wir gehen wieder rein in die Tierpension, in meine Tierpension, nicht deine, nein, meine. Und wir haben noch ein paar Kaninchen hier auf Lager. Falls ihr eins wollt, könnt ihr euch gerne melden bei gebmirenkaninchen@peggyscrazytierpension.de. Peter, wir haben noch Manfred. Manfred ist schon ein bisschen durch, würde ich mal so sagen. Er hängt auch schon so irgendwie auf einer Seite. Vielleicht ist das was Psychisches. Das hier ist Bernie. Bernie geht's ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Manfred hat ein bisschen Hunger, aber der hat ja erst vor 3 Stunden 4 Salatköpfe gegessen. Also ich weiß nicht, was sein scheiß Problem ist. Dann haben wir hier unten 4 Carniggles. Das ist Mucki. Dann haben wir hier Flip. Flip versucht gerade zu entkommen. Der Elektrozaun hat ihn dann doch aufgehalten. Gwendolyn. Ja. Gwendolyn klingt auch wie so ein Dark Souls Boss. Das heißt, wir lassen die Finger von Gwendolyn. Jolly geht super. Ich weiß nicht warum, aber okay. Flip ist so, naja, Mucki. Mucki wird es nicht schaffen, Leute. Ich habe so ein Gefühl, dass es Mucki vielleicht nicht schaffen wird. Ne? Kann durchaus sein, dass Mucki kein Futter bekommt heute Abend. Oh, oh nein, nicht Mucki. Aber ja. Da hätte er sich mal mehr Muckis besorgen müssen. Verstehen Sie? Weil das ist witzig. Weil das bedeutet halt, dass... ich mache gar nichts mehr heute. Das heißt, wir gehen auf den nächsten Tag, verdienen Fat Cash und gucken dann mal, ob... gepanzerte Freunde. Oh ja, genau. Es gibt noch Wellensittiche und Papageien, Katzen, Hunde... und Horsies, ja. Das ist the thing, wo wir noch hin müssen, aber dafür müssen wir uns ja die Add-ons bauen, also die Erweiterungen für unsere wirklich total tolle Pension. Was heißt das? Ah, da kann ich noch, genau. Was heißt denn, wenn ich jetzt die ganzen Ausbauten mache, aber da will ich ja nicht, oder? Weil das bringt aber alles gar nichts. Ich habe noch auch genug im Lager. Eine Gebäudeerweiterung für Schildkröten ist ja super lame. Ich hätte ja gerne dann erst andere Tiere. Und dann kann ich mir überlegen, die vorhandenen Tiere irgendwie zu erweitern. Okay, Manfred ist schon richtig lethargisch. Aber ist egal. Bernie, du kannst ja notfalls dann Manfred essen. Wir gucken mal, wie es euch morgen geht. Was haben wir gemacht? Einnahmen 36 Euro, Ausgaben 7 Euro. Das nenne ich mal ordentlich gewirtschaftet. Wir haben eine Schildkröte abgegeben, vom Tierschutzverein abgeholt wurde nichts. Noch nichts, wohlgemerkt, ne? Das kriegen wir schon noch hin. Mucki macht's nicht mehr lang. Ne? Denn Mucki war heute Nacht in der Mucki. Oh, ich dachte schon, sie sind tot, aber nein, sie liegt schon schlafen. Ich habe schon kurz, war ich schon hoffnungsvoll und dachte mir, ja, das erste tote Tier um 4:15. Aber nein, es ist Gwendolyn. Gwendolyn ist ein bisschen sleepy, ne? Die ist ein bisschen müde, ne? Er hat die Nacht durchgefeiert, ne? Mit den anderen Häschen. Und Jolly sieht hinten so aus, als hätte er da so ein. Hi. Sieht von hinten aus, als hätte er den Kopf eines Huskies oder so auf dem Arsch. Aber gut, ich habe nebenbei ein schreckliches Geräusch gehört und zwar Hi, hat jemand gesagt. Wir bekommen also einen Neuzugang oder jemand möchte sein Tier abholen. Wir gucken mal, ob wir da ein Tier auf Vorrat haben, was wir abgeben können. Oder zurückgeben, in Anführungszeichen. Willkommen. Das ist ein Mädchen. Da sind wir. Donny. Ich hoffe, unser Tier ist bei dir gut aufgehoben. Bitte kümmere dich gut um unseren Schatz. Nein, das werde ich nicht. Du magst Kräuter, Donny mag Gurke und Kräuter. Na, dann lass den Donny mal hier. Wiedersehen. Das ist also Donatello. Jetzt sind die drei Teenage Mutant Ninja Turtles wieder zu dritt. Das heißt, wir brauchen noch 2 und eine Ratte und dann können wir wieder das Verbrechen bekämpfen. Wo ist denn Donny? Wieso sehe ich nur 2? Ja, achso. Wer ist da noch in seinem Ding? Bernie ist noch da am Sleepen. Manfred haben wir schon richtig lange, ne? Aber Manfred liegt mir so ein bisschen am Herzen. Also ich tue zumindest so. Donny ist auch... die bringen die schon immer gleich so ungepflegt. Das ist immer so, ja, komm, lass sie mal irgendwo hin. Aber wir füttern sie vorher nicht. Die kriegen dann schon da was in der Pension. Währenddessen Manfred, der weiß gar nicht, er läuft hier einfach irgendwo hin. Guten Tag. Und geht immer den... Ach Gott. Wer ist das, die Mama oder die Oma? Herzlich das ist die Oma, willkommen. Ne? Ich würde Ach, dir noch gerne für ein paar Tage unser Tier anvertrauen. Würdest du es aufnehmen?
Was ist das hier? Schildkrötenstadt oder was? Servus. Uli? Wiedersehen. Servus, Alter. Für dich, gell, habe deri. An Uli hast du mir da gelassen, gell, Oma. Gell, also, habe deri. Sag's ja, vielleicht macht das nicht mehr lang, der Uli. Ja, weil er schon so deppert dreischaut, der alte Hundskrippe. So, schau mal, ob der Uli, ne, Kurzform von Ulrich, es hier schafft. Es sind jetzt zwei klassische Männer hier drin, Donny und Uli, ne, beide enden auf dem I hinten, ne, Donny auf dem E, aber ist ja egal, müsst ihr ja nicht weitererzählen. Die sich, oh, hier auch der erste Kampf zwischen Donny und Uli, da wurde Uli, glaube ich, auch ein wenig von seinem C abgefressen. Illegale Tortuga-Kämpfe hier bei mir auf dem Hof, das ist natürlich klassisch. Wir machen erstmal sauber, damit man die Blutflecken nicht mehr so sieht von den Wunden der Schildkröten. Gut, wunderbar ist es gemacht. So mache ich auch immer sauber, ne? Einfach mal kurz, ich nehme mal den Besen, wisch kurz einmal so 20 cm und dann stelle ich das wieder zurück. Hi. Das passt auch, ne? Ach Gott, die nächste. Warte, ich muss kurz gucken, wie es Mucki geht. Immer schlechter. Das ist schön. Jolly geht's immer noch gut. Gwendolyn geht's auch noch gut. Das ist mir wichtig. Vielen ein Dank, Mädchen. Dass du dich um unser Tier gekümmert hast. Bernie? Oh, ich hab nichts gemacht. Ciao. Alles gut, ne? Ciao. Wiedersehen. Ich drück dir einfach irgendeine Schildkröte in die Hand hier. Ich glaube, das ist Bernie, glaube ich. Ich habe vergessen, sie zu beschriften. Bei Tortugas ist es doch so, dass man doch easy mit so einem silbernen Edding einfach den Panzer außen beschriften könnte, oder? Zumindest so mit den Anfangsbuchstaben. Also dem Manfred, ich hatte ein fettes M drauf und so, dem Donny ein D. Ihr habt schon verstanden, wo die Reise hingeht, ne? Der Uli kriegt ein U. Und dann, oder mit so einer Spraydose, ne? Ich muss hier irgendwie auseinanderkennen. Und wenn nicht, dann kriegt halt jeder irgendwen zurück, ne? Aber gut, so läuft das halt einfach nur mal. Manfred ist so Hi. Ganz langsam, aber guck mal, oh Gott, wie lange dauert das, bis so ein Tier mal irgendwie brenzlig wird, weil... Vielen Dank, dass du dich um unser Tier gekümmert hast. Oh Manfred, oh nein, Manfred, mach's Tschüss. Gut, hab ein schönes Leben noch. Wiedersehen. Dieses komische, hast du also woher weiß ich denn, dass du wirklich die Eigentümerin von Manfred bist? Du kannst doch einfach hier mich beklauen. Könntest du ja vielleicht. Ich brauch deutlich mehr Geld. Freund, ich brauche deutlich mehr Geld. Wir haben immer noch 4 Kaninchen und 2 Schildkröten. Abholdatum am 5. und am 6. Boah, dann noch 2 Tage. Und 3 Tage hier. Wird heute noch jemand abgeholt? Nee, heute haben wir Ruhe den Rest des Tages. Sind die, wenn alle... Oh, morgen werden 3 Leute abgeholt. Guck mal, Jolly, Gwendolyn und Mucki. Wir gucken mal, ob wir noch was machen müssen. Ich würde sagen, wir lassen es einfach sein bis morgen. Die kommen schon irgendwie durch. Das sind ja Tiere, die sind ja das gewohnt, dass sie sich auch mal einen Tag ohne irgendwas durchschlagen müssen, ne? Keine Ahnung, kein Handy und sowas, kein Social Media und so, ne? Machen sie halt mal jetzt keine Postings. Sollte doch funktionieren. Wir putzen mal. Komm, wir machen nochmal, das mache ich für euch. Ihr kriegt dafür eine 2-Sterne-Putzung, ja? Futter ist heute nicht, tut mir sehr leid. Ist aus. Hallöchen. Und ich habe jetzt, ist halt schon 11, ne? Also 20 Herzlich vor 11, willkommen. Da habe ich jetzt auch nicht so viel. Ich fahre zusammen Zeit. Mit meiner Familie für eine Zeit lang in den Urlaub. Und wir wollten dich ist fragen, mir egal. Ob du dich so lange um unseren kleinen Wonneproppen kümmern könntest. Ja, komm, lass ihn hier den kleinen Tschüssi. Wonneproppen. Wiedersehen. Ciao. Sind hier eigentlich Rezepte drin? Für so Schildkrötensuppe und solche Geschichten? Und so Osterkaninchen etc. pp. Müssen wir mal gucken. Falls ihr Informationen über Schildkröten haben wollt, hier erfahrt ihr auf jeden Fall alles, was wichtig ist über die Haltung, die artgerechte Haltung natürlich von diesen ganz wunderbaren Lebewesen. Was ist das hier? Es ist ihr Alkoholvorratsschrank. Der wird mich schon auch mal viel mehr interessieren, was wir hiermit alles machen könnten. Wir haben gar keinen Namen, oder? Ist mir aufgefallen. Und hier ist irgendwie Salat. Ist das Deko? Was kann ich da drin einlagern? Vogelspinnen oder was? Irgendwas muss ja auf jeden Fall hier auch rein. Irgendwas muss ja immer irgendwo rein, eigentlich, oder? Wir müssen mal schauen, Leute. Hi. Oh Gott, die nächste. Was ist mit dir? Was hast du? Hallo. Schildkröte. Ach, muss ich so. 5 ich Jahre. Ich hoffe, unser Tier ist bei dir gut aufgehoben. Tschüssi. Ach, geh weg. Wiedersehen. Ciao. Ja, wiedersehen. Kommen Sie
Bitte bald mal wieder und bringen Sie mir noch mehr geklauter Schildkröten. Es ist immer dieselbe hier. Immer dieselbe. Der Junge war schon lange nicht mehr da, ne? Vielleicht ist er aufgeflogen. Das ist ja verrückt. Okay, jetzt sind wir aber voll hier so langsam, oder? Glaube ich. Ich glaube schon. Guck mal, aber so eine Schildkröte, die braucht einfach gar nichts. Die braucht einfach gar nichts. Am Otto sind wir noch nicht sauber. Gut, ich putze nochmal für einen Stern. Nur für den Feinherrn Otto von Bismarck, der hier wirklich da gar nicht mehr weiß, was ihm geschieht hier. Oh, die Kaninchen kriegen langsam Hunger. Gwendolyn nicht. Gwendolyn ist alles egal. Flip hat ein bisschen Hunger schon. Mucki geht's viel zu gut. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Aber Mucki ist nicht so ganz gesund. Guck mal, Mucki hat nur so 60% Gesundheit. Gwendolyn hingegen und Jolly, die sind an der Blüte ihres Lebens, ne, kann man sagen. Denen ging es noch nie so gut wie jetzt. Wollen wir nicht einfach Feierabend machen? Wir können doch bestimmt früher Feierabend machen, wie die da hinten rumhängt. Was ist da für eine Kröte? Ist das Uli? Da müssen wir mal hingucken. Ja, Uli geht super. Uli hat anscheinend keinerlei. Was ist das? Muss ich ihn mal kämmen? Muss ich mal Uli bürsten? Fein. Bürste Uli mal. Feiner Uli. So eine gute Schildkröte, als wäre sie irgendwie empathisch, ne? Diese Schildkröte, die denkt sich doch auch immer nur so, Kraut, Salat, ich beiß dir deinen Finger ab. Ich glaube nicht, dass die wirklich so. Ja, es hat nicht gereicht. Das ist nicht das, was Uli wollte. Okay, wir spielen das Augenspiel mit der Schildkröte. Okay, schaffst du es mir, mein Auge auszubeißen? Ja oder nein? Na, komm schon näher, wenn du schaffst. Oder ist es so, man starrt sich gegenseitig so an, bis einer schwach wird, ja, bis einer aufgibt? Das ist das Spiel. Das spielt man mit Schildkröten, Leute. Man starrt sich gegenseitig an. Das ist ja abgefahren. Verstehe ich schon, ne? Wenn Leute jetzt irgendwie sich denken, ich hätte gern ein Haustier, damit ich sagen kann, ich habe eins, was so absolut gar keine Ansprüche hat. Dann hole ich mir für eine Schildkröte und starre sie den ganzen Tag an. Hier, Uli, guck mal, ich habe so Grasbüschel da irgendwo ausgerissen. Hast du Bock drauf? Kannst du drauf rumkauen. Und außerdem kriegst du noch eine Gurke von mir. Die habe ich irgendwem anders geklaut. Was ist denn das da oben, das erste? Das hat doch irgendwas mit Auslauf oder so zu tun. Aber den Starrwettbewerb, er möchte einfach nicht weitermachen. Ja gut, wie schaut's aus mit Donny hier? Donny lebt. Ja, Loch leben sie alle, Boris auch. Ja, kein Problem. Über Nacht wird sich das schon schlagartig ändern. Und wir gucken mal, ob morgen alle von ihren Besitzern abgeholt werden. Oder vielleicht aber auch vom Tierschutzverein. Ne? Wir sehen es morgen und gucken uns das mal an, was bis dahin passiert ist. Ja, aber vielleicht haben wir dann unsere Ziele auch schon durch, ne? 5 Schildkröten werden dann durch eigentlich. Gucken mal, ob wir das morgen geschafft haben. Dann wird es ja quasi in die nächste Stufe gehen. Vielleicht mit Vögeln oder Katzen oder so. Mal gucken.